Ja, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil hier vom Altamont Pass. Jetzt bin ich hier auf dem eigentlichen Altamont Pass. So heißt die Passstraße hier. Und hier stehen nochmal andere Anlagen. Und zwar nochmal andere G-Anlagen, größere. Und da habe ich auf jeden Fall einen Artikel gelesen, dass das ein Repowering-Projekt war. Hier wurden nämlich über 500 von den kleinen Dingern ersetzt durch 23 von den großen hier. Und meines Wissens nach sind das G 2.7 oder 2.8, 128 oder 116. Da bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Die Anlage gibt es nämlich mit 2.7, von 2.5 bis 2.8 Megawatt und mit Rotordurchmessern von 116 und 128. Also ein bisschen ähnlich wie die G 3.2 bis 3.6 130 oder 137, die man aus Deutschland kennt. Das hier ist so allerdings eine Anlage für den amerikanischen Markt. Also von der Gondel her ist es einfach so ein viereckiger Kasten. Von der Narbe her sieht sie schon aus wie die 137er, 130er. Und das war ein Repowering-Projekt hier. Stehen hier überall rum. Dieser G-Typ. Hier drüben schön auf dem Hügel einige Anlagen. Richtig nice. Und hier hinten sind auch nochmal einige ältere Anlagen, einige kleinere. Jetzt kann ich was das. Ah, das müssten Mitsubishi-Anlagen sein. 1-Megawatt-Anlagen. Und auch nochmal Siemens. 2.308 müssten das sein. Werde ich nachher auf jeden Fall auch noch hinfahren. Aber da hinten steht dieser ganze Komplex mit diesen kleinen Mitsubishi-Anlagen. Sehr süß. Ja, die großen G hier sind schon toll. Die haben relativ geringe Narbenhöhe. Ich schätze mal so 90 Meter vielleicht. Und da hinten auf dem Berg, da stehen auch nochmal Siemens-Anlagen. Blattbiegung. Ja, ist echt sehr, sehr viel los hier auf dem Altamont Pass. Richtig spannend. Ich werde jetzt mal weiterfahren und mal gucken, ob ich mich mal unter die G stellen kann. So, ich stehe jetzt hier nochmal richtig nah bei den G-Anlagen. Das sieht richtig fett aus. Die geben nämlich richtig Vollgas. Und ich stehe hier so am Fuß der Anlage. Und es sieht richtig geil aus, wie sie da oben auf dem Berg steht und ihre Umdrehungen macht. Ich kann es echt schlecht einschätzen, was sie für einen Rotordurchmesser hat. Also ich denke mal eher 116 Meter, 128 wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und auch echt ein niedriger Turm, also ich schätze mal 90 Meter. Und die haben 2,7, 2,8 Megawatt Leistung. Also schon sehr ähnlich wie die G130, 137. Gondel ist ein bisschen eckiger, aber von der Narbe her sehr ähnlich. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von jede Menge kleinen Anlagen.
Bin mir jetzt gar nicht sicher, was es für welche sind, aber sieht nach Vestas V44, V53 oder Gamesa-Anlagen aus. Kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Steht da leider kein Hersteller drauf, ist alles immer nur komplett weiß. Aber optisch könnte es hinkommen. Hinten ist auch noch so eine Anlage auf so einem Stahl. Raketenturm. Sieht auch witzig aus. Hier bei der Anlage könnte man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ja. Vestas oder Gamesa, kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Ich werde es mal nachschauen und kann es dann beim Video einblenden. Und dann da auch wieder größere G. Die haben jetzt allerdings die Narbe von den 1.6ern und das Maschinenhaus von den 116ern, 128ern. Weiß jetzt gar nicht, was das für eine Anlage ist. Wie viel Leistung die macht. Dass vielleicht die Vorgängerversion ist. Mit dem Spoiler noch vorne drauf. Dem Spinner. Weiß jetzt nicht genau. Da hinten ist auch nochmal eine. Und auch nochmal eine kleine Anlage im Vergleich. Sieht auch ulkig aus. Also der Mix macht es einfach, so die Kombination aus den vielen unterschiedlichen Anlagen ist schon echt sehr einzigartig hier. So, ich bin jetzt hier noch auf einer anderen Passstraße. Hier muss man echt zig Passstraßen fahren, bis man hier mal alles abgeklappert hat. Ja, und hier stehen jetzt ganz viele Siemens-Anlagen. Siemens, SWT, 2.3 108 gibt es in Deutschland, glaube ich, nur eine Handvoll von, eher für den nordamerikanischen Markt gedacht. Ähnelt so ein bisschen den Offshore-Anlagen. Also nicht diese Pinocchio-Narbe, sondern eher ein bisschen flacher vorne. Hier stehen jede Menge und es ist schon wieder saustürmisch. Schaut euch das an. Ganz viele Siemens-Anlagen. Hier drüben auch noch mal. Hier ist halt leider überall ein Gate davor, dass man gar nicht richtig dran kommt. Aber so sieht man sie ja ganz gut. Mann, ist das ein Sturm. Also die Anlagen, echt ein Top-Standort. Und da drüben ist noch meine G. Und gerade eben war ich auf der anderen Seite vom Tal. Von da aus hat man die Siemens gesehen. Ja, ist halt echt schwierig, irgendwie mal einen guten Aussichtspunkt zu bekommen. Hier vom Highway. Muss halt rausfahren und mal auf den Berg klettern. Dann geht das. Aber echt einfach toll anzuschauen. Die Anlagen auf den schönen grasigen Hügeln hier. Gefällt mir echt gut. Ja, werde mich jetzt mal weitermachen, dass ich mal noch zu den Mitsubishi-Anlagen komme und werde mich dann auch demnächst mal auf dem Rückweg machen. So, hier ist noch mein neuer Windpark. Ich habe jetzt hier angehalten bei ganz vielen kleinen Mitsubishi-Anlagen, japanischer Hersteller,
und die Anlagen haben 1 Megawatt. Den genauen Typ kann ich euch jetzt nicht sagen aus dem Stegreif, muss ich ja nachher im Video einblenden. Aber das ist echt ein geniales Bild. Die Anlagen hier so schön aufgereiht wie an einer Perlenschnur mit dem blauen Himmel. Sieht super aus. Gibt es in Deutschland gar nicht. Auch noch nie gesehen vorher. Mal Bilder, aber noch nicht live. Aber ich muss sagen, die finde ich echt cool. Witzige, runde Narbe. Interessant, echt spannend mal was anderes zu sehen. Weiß ich jetzt gar nicht, was die so für Anlagentypen haben, ob die auch noch größere Anlagen herstellen. Könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Also die Anlagenvielfalt hier ist echt richtig geil. Da drüben sieht man noch mal die Siemens und G-Anlagen. Da die Siemens. Da ist nochmal G. Also echt super, was hier für viele verschiedene Anlagentypen rumstehen. Ja, ist echt ein wunderschönes Bild. Ja, leider stehe ich wieder direkt neben dem Highway. Geht leider nicht anders hier. Muss dann halt in so einer Ausbuchtung anhalten und filmen, weil direkt zu den Anlagen hin kommt man leider gar nicht. Da ist halt überall ein Gate davor. Das finde ich echt ein bisschen schade. Müssten hier echt mal so einen Windwanderpfad machen oder sowas. Dass man mal besser hinkommt. Aber naja, so geht's auch irgendwie. Ja, von hier aus habe ich nochmal ein richtig geiles Bild für euch. Bin jetzt nochmal ein bisschen näher rangekommen an die kleinen Mitsubishi-Anlagen. Und ja, auf diesem Bergkamm hier wimmelt es nur so von kleinen Anlagen. Ist auch richtig cool zu sehen, dass die alle laufen. Nicht wie bei den Nordtang-Anlagen, die schon so am verrotten sind, sondern die Mitsubishi-Anlagen hier, die laufen richtig schön. Richtig toll aus, wie sie aufgereiht sind. Ganz in weiß. Richtig geiles Bild. Hammer sieht es aus. Ja, leider auch hier wieder ein Gate davor. Das ist ein Naturschutzgebiet. Oder Resource Protection Area. Was auch immer. Oberhalb stehen auch noch mal welche. Ja, das sind echt richtig viele. Wahnsinn, ey. Richtig nice. Dahinter im Bergrücken sind jetzt die, die ich gerade eben gesehen habe. Hier ist jetzt noch mal ein Bergkamm weiter. Also optisch muss ich sagen, richtig cool. Jetzt mit roten Spitzen wäre noch cool. Aber hier sind alle Anlagen einfach nur weiß. Abgesehen von den Nordtank, die rote und grüne Spitzen hatten. Ah, die waren ja viel kleiner, die neueren Anlagen. Ist alle leider nur komplett weiß. Aber hat auch was, passt irgendwie. Ist irgendwie stimmig mit dem mit den grasigen Hügeln und dem blauen Himmel. Sieht super aus. Könnte ich stundenlang mir anschauen. Aber ich muss jetzt mal weiter. Ja, zum Abschluss habe ich jetzt nochmal ein cooles Bild für euch. Aus der Ferne.
sieht jetzt leider nur die Anlagen in der ersten Reihe. Da sind so viele Bergketten hintereinander, dass man gar nicht alle Anlagen sieht. Ja, in erster Reihe stehen hier die G 116, 128, was auch immer. Schön in einer Reihe. Und dann hier auf dem Nachbarberg sind dann die anderen G, die kleineren, die 1,6er. Ja, die Nordtankanlagen sieht man jetzt leider nicht, die sind halt hinten dran, die sind auch viel zu klein. Und ja, die Mitsubishi und Vestas und Siemens Anlagen, die sind jetzt alle hier hinterm Berg. Genau. Ja, das war jetzt echt ein richtig cooler Tag. Ich habe so viel gesehen, so viele unterschiedliche Anlagentypen. Hat echt Spaß gemacht, hier zu erkunden. War aber auch echt ganz schön anstrengend. Viel Fahrerei. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, ich werde noch ein bisschen in Kalifornien hier unterwegs sein. Ich werde auch sehr wahrscheinlich noch andere Windparks besuchen im Süden von Kalifornien. Da dürft ihr gespannt sein. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht dort. Bis dahin haltet die Ohren steif und bis bald hoffentlich.